Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Betrachtung. Auf vielfache Anfrage schaue ich mir heute mal das Horoskop der Bitcoin an oder des Bitcoins an, also dieser Kryptowährung. Ich möchte gleich mal vorausschicken, ich schaue mir das jetzt nicht aus der finanztechnischen Sicht an oder aus der Sicht des Investments, sondern ich betrachte rein mal so dieses Zeugungshoroskop, diesen Initialstart des Bitcoins und was da auf den Bitcoin zukommen kann. Ich blende dir das Horoskop gleich mal ein und wir sehen, es handelt sich beim Bitcoin, ist in der Steinbockzeit, also in der Steinbocksonne. Und worum geht es bei Steinbock? Bei Steinbock geht es natürlich immer um Regeln, um Gesetze. Ja, da soll ja etwas für alle gleich geltend natürlich gemacht werden. Eine gewisse Norm soll eingeführt werden, eine gewisse Grenze. Und um das geht es ja da beim Steinbock. Und was auffällig ist, ist, dass wir eine Saturn-Uranus-Opposition haben. Der Saturn steht da in der Jungfrau und Uranus steht da in den Fischen. Und da haben wir eine Opposition. Und diese Konstellation heißt ja schon, da zerbrechen Regeln. Also Uranus, der Verwandler, der Rebell, verwandelt quasi bestehende Normen, bestehende Gesetze. Saturn steht ja in der Jungfrau und das ist ja auch nochmal so ein Erdzeichen. Also da geht es noch einmal so um erdige Regeln, um wo ist vielleicht was angespart, wo sind gewisse Reserven auch da. Na, die Jungfrau möchte ja auch ein bisschen so Reserven immer haben. Und da haben wir eine Opposition zu Uranus in den Fischen. Und Uranus in den Fischen heißt ja einfach noch einmal, etwas Neues kommt, etwas Jenseitiges kommt und das möchte das Bestehende, die Materie verändern. Und das ist ja so dieses Zerbrechen einer Form, das ist ja so dieser revolutionäre Gedanke. Und der Urgedanke von Bitcoin war ja natürlich, ein Zahlungssystem zu entwickeln, das unabhängig von Banken, unabhängig von Staaten ist, wo quasi dann jeder auch darauf zugreifen kann und das halt sich selbst auch irgendwo reguliert und nicht jetzt reguliert wird. Und das ist natürlich dieses Saturn-Uranus, diese Opposition, die wir da im Horoskop drinnen haben. Wir haben Pluto und Mars-Konjunktion im Steinbock. Und Pluto-Mars ist noch einmal so ein Druck, also da ist eine massive Kraft da, eine massive Energie, die da durchbrechen möchte. Und das auch noch einmal im Steinbock, das heißt eine neue, ja, eine transformative Energie, die vielleicht sogar etwas, ja, die sein muss, die ein bisschen, wie soll ich denn sagen, durchgedrückt wird richtig, in dieses System reingepresst wird. Das will jetzt da sein. Also das dringt da in dieses System rein. Und diesen Spannungsaspekt, das ist der zweite sehr hohe Spannungsaspekt, den der Bitcoin in dem Horoskop drinnen hat. Das heißt, es ist dieser Pluto-Mars-Aspekt, der mit Druck etwas manifestieren möchte. Und es ist dieser Aspekt, Saturn-Uranus. Also das sind zwei sehr, sehr geladene Aspekte in diesem Horoskop. Was die nächste Konjunktion, die wir haben, sind Jupiter und Merkur. Der Merkur steht schon im Wassermann, der Jupiter noch im Steinbock, wo man dann auch merkt, okay, da kommt eine Vergrößerung des Handels kommt da dazu. Also die Idee ist dann natürlich auch, da will man den Handel vielleicht freier gestalten oder vergrößern oder neue Möglichkeiten auch für den Handel schaffen. Also auch diese Konjunktion ist da drinnen. Also das ist so der Merkur, der ja auch für den Handel steht. Was noch dazu kommt
zum Merkur ist ein Halbquadrat zum Uranus. Uranus im Fische, haben wir ja schon beim Saturn gehabt. Und auf dem Merkur ein Halbquadrat mit Uranus hin. Und das ist auch noch einmal neu. Da will etwas neu werden, da möchte etwas handeln oder die Funktion auch. Da will eine neue Funktion einfach geboren werden in diesem Horoskop drinnen, in diesem Bitcoin-Horoskop. Und das Interessante ist, wenn man sich den Wert des Bitcoins anschaut, ist dieser die Venus. Und die Venus, der Wert, steht da an der Grenze Wassermann-Fisch. Also das ist direkt zwischen dem etwas Neues, ja, etwas noch nie Dagewesenes und die Auflösung. Und da ist genau dieser Wert dazwischen. Also das heißt zwischen immer neu und Auflösung. Also nichts, kein Wert, Fisch, weg und immer wieder was Neues. Und das ist diese Venus, die da so dazwischen steht, zwischen diesen Prinzipien. Und das Interessante daran ist einfach, dass ich deuten würde aus diesem Horoskop, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das etwas Neues wird, etwas Stabiles wird, jetzt der Bitcoin in der Form, wie wir ihn kennen. Bitte. Das hat jetzt nichts mit einer digitalen Währung zu tun, davon bin ich überzeugt, dass das passieren wird. Aber wenn man jetzt Bitcoin sich anschaut, dieser Wert, dieser immer schwankende Wert und dieser sich permanent auflösende Wert, ist das etwas, wo ich wahrscheinlich vorsichtig wäre, da zu sehr darauf zu setzen. Ja? Und was noch dazu kommt, ist dann im März 2023 geht der Saturn genau über diese Venus drüber. Und das ist ja so dieser Prüfer, der prüft dann noch einmal den Wert. Und dann denke ich, dass es auch mit Bitcoin noch einmal, also zwei Varianten gibt. Meiner Meinung nach ist vom Wert her so, dass das dann noch einmal runtergeht, so früher, also März 2023, früher wird das spürbar werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist womöglich eine Reglementierung, womöglich eine auch ja, staatliche Reglementierung, wo man schaut, wie kriegt man das alles unter eine Kontrolle, wie kann man das alles in ein System fügen, das dann wieder eben klassisch kontrolliert wird. Ja. Also da gibt es sicher noch einige Kämpfe auszutragen. Das sind so die Punkte, die mir im Bitcoin-Horoskop auffallen. Wie gesagt, das ist eine astrologische Analyse, es ist jetzt keine Marktanalyse und auch keine Investmentanalyse. Ich möchte nur einfach noch einmal auf diese klare Sprache der Astrologie hindeuten und das finde ich eben immer cool, wenn man das dann so sieht, dass man sagt, etwas Neues. Die Bitcoin, wenn du dir das nochmal anschaust, wie viele Aspekte da so im Wassermann stehen, in diesem Neuen und in diesem und dann noch einmal so im Steinbock, wo wirklich dieser Durchbruch und diese Transformation über Pluto so drinnen ist. Also da spielt sich ganz viel so bei diesen, ich sag's jetzt mal so, diesen überpersönlichen Zeichen ab. Das heißt, das ist wirklich so eine Kopfgeburt auch und da muss man mal schauen, wo das hingeht, die ganze Sache. Aber wie gesagt, im Frühjahr wäre ich vorsichtig mit Bitcoin, denn da geht dann der Saturn direkt über den Wert drüber und der Wert des Bitcoins ist ein sehr, sagen wir mal, wetteranfälliger. Also da gibt es halt, das ist halt so, das ist die Idee von einem Wert, aber das ist noch nicht wirklich Wert, der haltbar ist oder der an was festgemacht werden kann. Ja. Wenn du Fragen hast zu dem Thema oder eine Idee hast, welche Horoskope ich mir noch anschauen soll, dann gib einfach Bescheid, schreib es mir in die Kommentare. Ich gehe da gerne drauf ein. Wie gesagt, das war heute noch ein Geldthema nach dem Euro-Video von letzter Woche. Habe ich mir jetzt mal so Bitcoin, also diese digitale Währung angeschaut. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni, eine schöne Zeit. Tschüss, bis nächstes Mal.